Hallo, liebe Dampfergemeinde. Ja, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft ist der Hype natürlich ganz derbe da. Somit hat Swomitek auch auf den Jackpot draufgesprungen und hat natürlich auch etwas zur Fußball-Weltmeisterschaft beigetragen. Das ist der Ballon RDA. Ist angeglichen an so einen Pokal, kann man so sagen, in Fußballform. Es ist ein Nerf-Teil, wollen wir mal so sagen. Es ist ein Nerf-Teil. Aber ich auch als bekloppter Fußballfan, ich habe es früher mal selber mit Fußball versucht, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich kann damit kein Geld verdienen. Jetzt mache ich YouTube, verdiene ich auch kein Geld. Auch scheiße. Wie dem auch sei. Fummitek hat einen rausgebracht. Ich habe eben vom Postboten das Ding in die Hand gedrückt bekommen. Ich wollte eigentlich noch ein anderes vorstellen. Habe eben schon eins vorgestellt. Und packen wir den jetzt aus, einmal bevor Deutschland schneller zu Hause ist, wie ich den hier ausgepackt habe. Das wäre nämlich auch ganz schön scheiße. Von daher nicht so viel quaken, ab auf den Tisch, angucken. Bis gleich. So, meine Lieben, bekloppt wie ich bin, muss ich natürlich diesen Ballon RDA haben. Wie gesagt, ich als Fußballfan. Ich will auch gar nicht erzählen, was für ein Fan ich bin. Er versucht nämlich jetzt sein Glück in der zweiten Liga. Wie dem auch sei. Wir packen das Moped aus. Alle vier Seiten habe ich gezeigt, für die, die es interessiert. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Pokal aussieht. Wie gesagt, es ist ein Nerf-Teil. Und bei Public Viewing hat was, denke ich mal. Wer sich ein bisschen mit Dampfen auskennt, gucken, was hier alles dabei ist. Aber damit kann man auch so die Gegenkasper. Erleuchtet top. Das muss ich schon wirklich sagen. Aufgeräumte Verpackung. War bei Joytech eben auch, ne? Bei dem Joytech, ja. Ja, mal raus. Haben wir unten drunter noch was? Nö. Keine Werbegeschenke. So, was haben wir hier? Was können wir bieten? Hier ist leer. Okay, Watte ist dabei. Dann verbauen wir gleich. Halt, packen wir hier mal. Was haben wir hier noch drin? Den Skonker Pin. Also es ist im Prinzip ein RDA mit einem Skonker Modus. Hier sind vier verschiedene Coil drin. IKEA Haustürschlüssel in klein, paar Madenschrauben, paar Dichtringe. Die beiden Coil werde ich, da will ich gleich zwei rausnehmen. Ich bin zu faul, da was zu drehen. So wie die es vorgeben, so mache ich es. Ich muss sagen, der wiegt was. Der Star der Show. Ich, dafür hole ich euch auch ein bisschen näher. Ich bin ja so falsche Richtung. So, der Star der Show. Hier Beschriftung. Wir drehen weiter, wir drehen weiter, wir drehen weiter. Hier haben wir auch nochmal Beschriftung. Das Drip-Tip ist so ein Goon-Drip-Tip 15. Ist so ein. Ist blöd. Einfach nur, man kann das Drip-Tip tauschen. Hat auch wieder zwei Dichtringe. Ich denke mal, das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Ja, und man kann auch hier zum Drippen. Hoppala, nimmt man den raus. Zum Drippen, also als Dripper kann man den auch benutzen, sagen wir immer hier lecker kräftig rein. Gucken wir uns aber gleich auch im Detail an. So, hier unten drunter haben wir die Airflow. Die Airflow-Löcher sind nicht so groß bei dem anderen, bei dem V2, glaube ich, heißt es Dragon Ball. Ist auch so eine neue Nerf-Serie, sage ich mal. Ist ein bisschen größer, ist auch größer vom Volumen her, der Baller. Aber wie gesagt, wir haben hier den Bällen. Ist nicht mit Klack, Klack, Klack. Ist hier zum Drehen. Oben und unten, also vorne und hinten. Zwei Stück hat er. Wir drehen mal komplett. Achso, hier unten runter haben wir noch unseren Beschreibung mit allem drum und dran. CE-Zeichen, Mülltonne, Pin ist zu verstellen. Müssen wir gleich sowieso. Ich nehme den raus. Ich werde ihn als Konker benutzen, weil so als reiner RDA damit losgehen und dann immer am Tröpfchen ist, gerade bei Public Viewing oder so, sehe ich da gar keinen Sinn der Übung drin. Also es ist hier nicht, dass irgendwo eine Liquidkammer oder sowas von vorhanden ist, so bei den früheren ersten dieser Dragon Ball hatte, da konnte man ja nebenbei. Also es ist ein reiner RDA oder eben mit Skonker Modus. So, wir haben jetzt hier, ich mal meinen Zeiger. Es sieht so aus, dass die Liquid Kammer sehr hoch ist, weil hier haben wir erst die Airflow wieder.
sehr hoch ist. Aber wir müssen ja rechnen, sag ich mal, dass wir hier den Steg haben, wo schon unser Liquid raussuchen könnte. Ich weiß es nicht, ob man wie großzügig man sein kann beim Skonken oder beim Auffüllen. Ist ein bisschen schwierig, weil wir müssen die Watte uns auch noch verlegen. Hier haben wir schon dieses Loch, das ist ein Skonker. Loch, das ist automatisch schon da. Also selbst wo es hier unten drunter zu ist, wenn ich irgendwann mal reinigen möchte, dann kann das auch sein, sag ich mal, dass hier Liquid, ich kann hier sogar reinpieken, ich weiß nicht, ob man das vernünftig sehen kann, auch noch hier so zum Säubern oder so, aber ob das als einer so so säubert, wie gesagt, kann sein, aber wenn man vielleicht ein bisschen drin lassen würde, sag ich mal, und dass da vielleicht so ein Tropfen mal hart werden würde oder so, könnte man ein bisschen drauf achten dann. So sind die Liquidkammer, die ist aber nicht allzu groß, die Liquidkammer hier, wenn man das so sieht, weil Watte müssen wir ja auch noch drin verlegen, also so viel Liquid kann der nicht aufnehmen. Ein bisschen aufpassen, denke ich mal, beim Skonken oder eben beim Reinfüllen, beim Droppen. So, hier haben wir die Schrauben zum Lösen, damit wir hier oben nachher den Draht reinbekommen. Wir haben hier so ein bisschen abgeschrägte Airflow, dass wir auch die Coil da genau schön platzieren können, rechts und links. Was dann wieder bedeutet, sage ich mal, dass sie schön mit der Airflow umrundet wird, gehe ich mal von aus. Geschmack müssen wir gleich mal testen. Haben wir sonst noch irgendwas Neckisches hier zu beschriften? Ein paar Zeichen da eingraviert, nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir hauen auf Wickelkondomen drauf und dann gucken wir uns hier mal an, wie es dann so ausgeht. Bis gleich. Meine Lieben, zwei Coil habe ich verbaut. Das waren die Coil, die ja schon bei sind. Das sind irgendwelche Alien Klepten hier. Ich weiß nicht, denke mal, Kantal würde ich tippen. 2,5 mm Durchmesser haben die, ja, passen dann auch genau in der Umwölbung rein, also 3 mm, weiß ich nicht, also ich würde die nächsten, die ich bauen würde, auch wieder auf 2,5 drehen, Coil. So, das war die Watte habe ich auch schon zurechtgeschnitten von denen. Ich habe eine Umdrehung, habe ich die Coil mehr gegeben, dann passten die hundertprozentig, fielen die mir schon so rein. Dann habe ich ungefähr noch mal so 2 mm gekürzt und dann sieht das Gebilde so aus. Dann wollen wir hier mal einmal ausblühen. Jetzt kommen sie beide schön gleichmäßig. Dennoch rate ich immer dazu, einmal noch mal hier innen drin einmal reinzugehen. So, abkühlen lassen, Hände schrubben in der Zeit und dann können wir die Watte verlegen. So, meine Lieben, Watte ist verlegt, der Skonkerpin ist hier frei, aber sonst alles bis unten auf den Grund. Dennoch werde ich schon mal einmal zeigen, wo das Liquid herlaufen sollte. Ein Kollege hat eben schon angeschrieben, ob ich noch was zu diesem Kaffee-Liquid sagen könnte. Ich hoffe, er sieht dieses Video jetzt auch. Weil ich so eine Nachricht schreiben möchte ich nun auch nicht, oder? Mal sehen. Ich bin kein Kaffee-Experte, was Liquids angeht. Ich sagen kann, oh, der hat schon 10 verschiedene Kaffee-Liquids ausprobiert. Aber ich muss sagen, dieses hier ist meiner Meinung nach richtig nett. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss noch einmal zeigen, was hier laufen soll. Und ich hatte bei Amazon, hatte ich eben noch ganz schnell geguckt, was das überhaupt kostet, weil wie gesagt, dieses Bild habe ich geschenkt gekriegt von meinen Kollegen. 13 Euro. Wir treffen uns oben zum Fazit. Bis gleich. Fazit. Machen wir es so. Ja, schick ist er. Wie gesagt, ist ein Nerf-Teil, ist was für mich. Auch andere Leute, die Fußball bekloppt sind, sage ich, man könnte einfach nichts verkehrt machen.
Jetzt will ich noch gar nicht verraten, wie viel Watt ich hier durchknalle, sondern Dual Coil, die Wattzahl. Es ist kaum zu glauben. 50 Watt. 50 Watt Dual Coil. Dampf ohne Ende. Dampf ohne Ende. Wahnsinn. Aber jetzt kommt's. Geschmack. Hammer. Hammer. Der Geschmack ist Hammer. Da hat Fumitec einen aus der Kiste wieder rausgeholt. Klar, es ist mehr oder weniger ein Design-Nerf-Teil. Ob man es haben muss, ob man es nicht haben muss, kann jeder sich über nachdenken. Vom Geschmack her, Wahnsinn. Dual Coil, 50 Watt. Geschmack ist top. Dampf ohne Ende. Kann man alles sehen. Wahnsinn. Geschmack ist Hammer. Schön angenehm zu ziehen. Kein Pfeifen drin, kein sonstiges. Es geht auch bei 75 vernünftig, langsam, schön in die Lunge rein. Man merkt richtig, wie das alles aufgebläht wird. Der Geschmack kommt richtig über die Zunge, über den Gaumen kommt der Geschmack richtig raus. Ich muss sagen, bin ja am Skronken. Im Prinzip nichts anderes, sage ich mal, als wenn ich immer frisch oben rein. Nur mit frisch oben rein, das ist nicht meine Welt. Ich fahre nicht irgendwie durch die Gegend, sage ich mal, wieder auf ein Frühlingsfest oder auf ein Sommerfest oder irgendwas, sage ich mal, muss andauernd mit der Pulle hinterher. Ne, ist was für ein Wohnzimmer als LDA, ja, aber wie gesagt, da bin ich lieber der Skronker-Typ für. Ich skronke hier schon die ganze Zeit, nicht dass ich, weil ich denke, mal gucken, ob irgendwann mal oben rauskommt oder so aus der Airflow, aber bis jetzt überhaupt nicht. Scheiße, lecker ist er. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, wer ihn mag, wer ihn nicht mag. Schade ist halt, dass ich keine goldene Mod habe. Sehr bestimmt richtig geil aus. Eine komplett schwarze, aber eine richtig goldene Mod kommt bestimmt gut. Aber dann muss es natürlich auch wieder ein Skonka-Mod sein. Wahnsinn. Schmeckt lecker. Jungs, Mädels, wer Fußball bekloppt ist, scheut euch keine Mühen, sage ich mal. Holt euch das Teil. Kann ich wirklich sagen. Holt euch das Teil, sage ich mal. Wer Fußball bekloppt ist, holt sich das Teil. Und allen anderen, es gibt noch andere sehr gute Verdampfer, die ich demnächst auch wieder vorstellen werde. So, und ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Noch Fußball beginnt nämlich jetzt. Tschüssi.